Herzlich willkommen zu einer weiteren Talkrunde. Ich habe mich heute hier mit Tranti versammelt. Hallo Trant. Hallo Anna. Wir haben heute eine ganz besondere Situation, denn die Konstellation ist so gewählt, dass der Trant hier, der gute Trant, noch nie einen Uncharted-Titel in seinem Leben gespielt hat und Uncharted 4 somit der erste Uncharted-Titel ist. Ich korrigiere ein bisschen, ich habe den ersten durchgespielt. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, da setze ich da gleich mal ein. Ich fand den damals schon ganz gut, aber habe dann doch nicht weiterhin das Interesse gehabt, die anderen zu spielen, obwohl ich den jetzt nicht schlecht fand. Aber mich hat das halt nie so, so abgeholt, wie es wahrscheinlich der Serie gerecht werden würde. Und jetzt, wo der vierte draußen ist, du hast als erstes gleich durchgeprügelt in 2 Tagen. Und ich habe es jetzt so übers Pfingstwochenende nachgeholt. Und darüber quatschen wir heute mal, weil auf jeden Fall. Das ist ganz schön Kick-Ass. Also ich ärgere mich auch, dass ich die beiden mittleren ausgelassen habe. Du Idiot. Ich habe nämlich alle gespielt. Ich habe alle Teile gespielt. Scheiße. Ärgert mich. Weiß auch nicht, ob ich irgendwann mal die Zeit aufbringen werde, die nochmal 1:1 nachzuholen, aber ich ärgere mich jetzt richtig, dass ich irgendwie diese ganze Story, das ganze Bild nicht habe, weil der vierte Teil war... Das ist schon mal ein schöner Ansatz, das beantwortet nämlich direkt die Frage, wie du das denn jetzt einordnest, wenn du, ob das für dich viel ausmacht, dass du jetzt eigentlich fast gar nichts weißt, bis auf 1 und 4 und da drin klafft halt jetzt so eine Inhaltslücke. Ja, also wenn man jetzt mal darüber spricht, macht das Sinn, den vierten zu spielen, wenn man die vorher nicht kennt, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil ich meine, der vierte zieht ja viele Linien zu den Vorgängern, aber eigentlich keine wirklich schwergewichtigen. Also ich meine, ich krieg erzählt, dass zum Beispiel Victor und Drake halt eine Vergangenheit haben. Okay, das wusste ich schon aus dem ersten Teil, aber ich muss das eigentlich nicht zwingend erlebt haben, um irgendwie zu spüren, wie fest die miteinander zusammenhängen. Mhm. Weil das wird einem ja klar. Was gibt es da noch für Referenzen zu den alten Teilen? Ich erinnere mich da an die Szene auf dem Dachboden, wo Drake alte Schätze findet. Gut, die konnte ich dann halt jetzt nicht so detailliert einordnen, wie du das wahrscheinlich konntest. Ja, und ich stand nämlich da und dachte, oh, weißt du noch, das war da und da und das war so und so und das war so toll. Aber ich weiß trotzdem, dass ich da halt viel von der Vergangenheit mitkrieg und ich kann es nicht so krass einordnen, das war aus dem und dem Part, aber ich weiß trotzdem, Drake ist da gerade oben auf dem Dachboden und lässt nochmal sein ganzes Abenteurerleben Revue passieren und nimmt den Spieler dabei mit. Okay, mich hat er dann halt nicht mitnehmen können, weil ich ja jetzt nicht wusste, wo hat er die Münze her oder dieses Schütteldingchen, wo er sagt, da sind so viele Männer für gestorben. Aber das ist keine Barriere für mich, Spaß an dem vierten Teil zu haben. Weißt du? Also ja, das ist schon mal sehr viel wert. Schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich verpasse. Ich habe nichts verpasst. Nur eine Menge Action hast du einfach verpasst. Ja, nee, mir fehlt am vierten nichts. Dadurch, dass mir Vorwissen fehlt. Oh Gott, Mann, ich kann es nicht sagen. Wir wissen alle, was du meinst. Ja, Mann, man kann den vierten spielen, auch ohne die Vorgänger zu kennen. Richtig, das ist möglich. Bevor wir hier jetzt ins Detail gehen, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, es wird natürlich später im Verlauf dieses Gesprächs einen Mega-Spoiler-Part geben, wo wir über das Ende sprechen, über mögliche Twists, mögliche Charakterschicksale. Das kommt alles später. Wir versuchen jetzt erstmal so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, damit ihr euch nicht vielleicht ganz so gespoilert fühlt. Genau. Aber es wird natürlich auch zum Beispiel besprochen werden, was in dem und dem Level cool war oder nicht. Und ob ihr dann das wissen wollt, das müsst ihr jetzt für euch selber entscheiden. Weil so ganz ohne Details kann man halt irgendwie auch dann nicht über das Spiel reden. Genau, richtig. Also wenn man ganz spoilerempfindlich ist, dann sollte man vielleicht jetzt gleich wegschalten. Aber wenn man kein Problem damit hat, wie viel Kapitel das Spiel hat oder zu welchen Orten die Reise geht, ich glaube, da kann man jetzt noch weiter gucken. Ja, gut. Ja, wo fangen wir an? Ja, also meine generelle Einstiegsfrage für dich, wir als quasi Wiedereinsteiger für Uncharted, wäre ja, wie ist denn so dein Gesamteindruck vom Spiel? Also das Rundpaket. Okay, ist das, muss ich jetzt eine halbe Stunde am Stück labern, glaube ich, oder so? Ja, aber dann kann ich ja bei spezifischen Punkten, die mir auch aufgefallen sind, zum Beispiel dann auch einsteigen. Okay, probieren wir es mal. Ja, probieren wir es mal. Ey, ich falle einfach mal ganz plump mit der Tür ins Haus und muss einfach jetzt die Grafik voranstellen, weil offensichtlich, ja, das springt einem so, mehr ins Auge. So weggepustet, echt an so vielen Stellen. Also man kann auch sagen, dass am Anfang des Spiels läuft die Grafik noch nicht so auf. Ich habe auch schon jetzt mehrmals Stimmen im Netz gehört, wo die Leute gesagt haben, so, ach, der Anfang, weiß ich jetzt nicht, ob der so gut gewählt ist, hat mich jetzt nicht so komplett abgeholt.
Wenn ich jetzt mal zurückdenke, wo beginnt das? Es beginnt erstmal bei diesem Prolog mit der Bootsfahrt, was cool aussieht, aber ist jetzt eher dunkel. Exakt eine Stunde der Prolog. Genau. Dann sehen wir Nathan und sein Bruder Sam als Kinder in diesem Waisenhaus, wie sie diesen Ausbruch planen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es dann weitergeht. Im aber Knast, die, in Panama. Genau, im Knast. Das ist jetzt auch eher was Untypisches für Uncharted, weil da sieht man ja hier nur Mauern. Und auch relativ früh im Spiel kommen wir nach Schottland. Das war dann auch ein Part, wo auch mehrere Leute und ich auch gedacht habe, so okay, ist echt ganz hübsch. Aber so richtig aufdrehen tut das Spiel, okay, was ist denn das für ein Deutsch? Aber so richtig aufdrehen tut das Spiel so, sag ich mal, ab der Hälfte. Ja. Wo ich so spätestens ab Kapitel 12, wo ich einfach mich nicht mehr eingekriegt habe, wie das hier alles sieht. Kapitel 12 war auf See, glaube ich. At Sea heißt das Kapitel. Wo sie dann auf diese Insel kommen. Ach, das erst war mit einem schon kleinen nach Boot. Madagaskar quasi. Ja. Okay. Und wenn dann langsam Landschaften ins Spiel kommen, wo so eine üppige Vegetation zu sehen ist. Dichter Dschungel, viele verschiedene Pflanzen, geile Lichtstimmung und sowas. Alter, mich hat es da so oft weggebrezelt, wie fett das aussieht. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, das war, glaube ich, auch auf der Insel. Ich weiß nicht mehr genau, welches Kapitel. Da sind haben sie aber auf jeden Fall schon diese Stadt gefunden. Das Libertalia. Libertalia die Siedlung? Die Piratensiedlung. Ja. Nicht das, wo die Haupthäuser stehen, genau. Sondern das davor. Also da ging es richtig rund. Die sind, nachdem man aus dieser Siedlung wieder rauskommt, kämpft man sich durch so ein bisschen Urwald. Und ich habe mich da manchmal unter das Blattwerk gestellt und nach oben geguckt. Ja. Und wenn du in die Sonne guckst, blendet halt alles auf und alles ist total hell. Und dein Auge muss sich dann erstmal an die Helligkeit gewöhnen. Was denn? Nichts, das war nur eine Haarklammer, die aus okay. meinem Haar gefallen ist. Und dann stelle ich mich unter dieses Blattwerk, weißt du, und ich sehe, wie diese Blätter alle Schatten auf die dahinterliegenden Wände und auf sich selbst werfen und sowas. Und dann stelle ich mich hinter diese Blätter und sehe, dass die Blätter auch noch transparent sind. Und scheiße, Mann, ich habe es aufgenommen, aber ich kann es nicht so richtig erklären. Also ich könnte jetzt wirklich stundenlang nur über diese blöde Fauna reden, weil das so krass aussieht. Weil da so viele visuelle Effekte drin sind, wie ich sie noch nie in einem verdammten Spiel gesehen habe. Wirklich noch nie. Und man sagt ja auch immer so eigentlich, Konsolen, sieht alles ganz nice aus, aber zock mal PC. Ja, ja. Ey, aber auf dem PC siehst du sowas auch nicht. Und nicht, weil das nicht kann, aber weil keiner so ein Spiel für den PC macht. Ja, ja. Weil sich das wahrscheinlich dann auch noch nicht genügend verkaufen würde. Und Uncharted 4 gibt uns so viele Momente, also jetzt nur rein visuell, so viele Momente, wie ich sie wirklich noch nie vorher gesehen habe. Ich find's auch bei, du hast ja auch in deinem Video gesagt, so Grafik ist eigentlich nicht unbedingt das, was dich so vorrangig interessiert und so. Ne? Und ich würde das auch unterschreiben, weil es gibt mittlerweile wenig Spiele, wo man grafisch was aussetzen muss. Weißt du, es gibt so viele Spiele und man zockt die und denkt, das sieht eigentlich ganz geil aus. Ja, ist auch ganz hübsch. So. Ja. Aber das ist ja irrelevant. Genau, aber das sind dann keine Sachen, an denen man sich stören würde, so im Sinne von, oh, der Himmel sieht blöd aus oder sowas. Sondern man nimmt es einfach hin und sagt so, ey, das sieht ganz cool aus. Aber erst, wenn du jetzt mal sowas wie Uncharted siehst und dann aufgezeigt bekommst, was eigentlich noch möglich wäre bei den Landschaften, bei den ganzen Effekten wie Regen, wenn Wasser hochplatscht, wenn du durch einen Fluss wartest, bei Oberflächenbeschaffenheiten, wie viele Materialien dazu verwendet werden, diese Texturen, wenn du in einem Haus dir Zeitung anguckst, Alter, ich könnte so viele Sachen aufzählen und erst dann wird dir klar, was eigentlich möglich ist und man fragt sich, wie konnte ich mich vorher mit anderen Spielen rein optisch zufrieden geben, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen wie, mir hat mal ein Schweizer gesagt, so ich weiß gar nicht, wie ihr in Deutschland die Schokolade essen könnt. Habt ihr mal Schweizer Schokolade gegessen? Weißt du, ich kann mir irgendwie eine 1,50 Tafel aus dem Aldi holen und denke mir, ey, schmeckt ganz geil, die Schokolade. Schokolade, ne? Aber wenn du dir Schweizer Schokolade reinpfeifst, weißt du erstmal, was du eigentlich verpasst hast. Und so ein bisschen ist das auch mit dieser grafischen Qualität von Uncharted, wo du so oft da stehst und denkst dir, Alter, oh fuck, das habe ich alles noch gar nicht gesehen. Ja, ich finde das auch. Und ich habe jetzt ziemlich überwältigend, muss nur ich sagen. Einen Teil angerissen, so was die Mimiken angeht und sowas, da habe ich noch gar nichts von erzählt. Ja, ich bin halt aber trotzdem immer noch nicht auf dem Level, wo ich dann sagen würde, ich heb das jetzt über alles. Ich kann jetzt kein anderes Spiel mehr spielen, weil die anderen Spiele halt im Gegensatz zu Uncharted doof aussehen. Wie gesagt, mich interessiert es eigentlich nicht wirklich. Hauptsache die Story ist gut und Hauptsache irgendwie das Gameplay passt so. Deswegen, ich finde die Grafik auch schon richtig geil, vor allem in so in den Unwetterparts fand ich es richtig krass, wie er da an den Felsen hängt und es regnet Sturzbäche und alles. Ja. Das fand ich unfassbar geil. Dann später in der Piratensiedlung, in den Häusern drin, wie die Wände schon so abgeschimmelt sind und da hängen noch alte Vorhänge dran und so. Das sieht einfach so krass aus. Einfach ranziges,
18. Jahrhundert oder 17. Richtig, Jahrhundert. Genau. Das ist so krass. Und deswegen meine ich, klar, ich will jetzt auch nicht die Grafik hervorheben als im Sinne von nur deswegen, was das Spiel ausmacht. Nur deswegen ist ja. das Spiel gut. Ja, genau. Aber wenn das nicht so geil aussehen würde, dann wäre die Reise für mich auch nicht so einprägsam. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wie du sagst, so, also an was ich jetzt zum Beispiel denke, auch in diesem Libertalia-Level, ich glaube, das war dann aber Kapitel 13, da klettern sie doch diesen Turm hoch, der dann am Ende zusammenkracht. Und da hatte ich auch so viele Momente, weißt du, oder generell alle alten Locations, wo du siehst, so diese Bücher sind vergilbt, da wächst Moos drauf, alles ist überwuchert mit Pflanzen. Wenn das alles nicht so schön und detailliert dargestellt gewesen wäre, hätte es mich auch nicht so eingesogen, weißt du? Also ich, und das trifft auch auf die Mimik zu. Du sagst, die Story muss passen. Also eine Story oder die Charaktere, so wie sie geschrieben sind, und sie sind top geschrieben. Warum habe ich jetzt so gemacht? Nein, die sind echt top geschrieben. Das hättest du auch auf Charaktere packen können, die vielleicht nur sich so schemenhaft bewegen oder so, wie man es aus anderen Spielen kennt, so, weißt du, mit angedeuteten Mimiken oder, ey, denk mal an japanische Spiele, da werden Dialoge abgebildet, indem du einfach so zwei Standbilder nimmst und dann ist Textbox da, weißt du, und das kann auch eine coole Story sein. Bei Dark Souls sprechen die auch nicht, da macht auch keiner eine Mundbewegung. Aber dadurch, dass das halt wirklich so mit aller Power, wir stecken da unsere ganzen Skills rein, damit die Figuren gut aussehen, damit die Mimiken rüberkommen, damit auch einzelne Blicke Emotionen vermitteln können. Nur deswegen glaube ich, also die Story, so gut sie auch ist, die würde nicht so gut rüberkommen, wenn da nicht auch diese Detailarbeit in die Charaktere rein optisch reingeflossen wäre, weißt du? Weil das transportiert halt auch so viel, wenn kleine Blicke, kleine Gesten und auch die Art, wie das gesprochen wurde. Oh Gott, also deswegen sage ich einfach... in der Höhle, Alter, wo er den Arm da reinsteckt und sein Bruder zu ihm sagt, dann kriegst du halt einen Haken, wenn dein Arm ab ist, und Nathan macht wirklich so. Das ist so gut, sein Gesicht in dem Augenblick. Willst du mich verarschen? Ein Haken? Siehst du, und das lässt sich einfach nur darstellen, wenn die Grafik gut ist, und das ist sie. Und dadurch kriege ich eine richtig enge Beziehung zu den Charakteren. Ich weiß, wie die denken. Ja, weißt du? Es fühlt sich halt an, als würdest du einen Film spielen. Und beim Film ist es ja auch so, dass du nur die Connections oder primär die Connections dazu bekommst, dass du halt mit den Leuten fühlst und siehst, was sie machen, welche Emotionen sie zeigen. Und das ist halt bei Uncharted total gegeben. Genau, das macht halt einen guten Schauspieler aus. Auf jeden Fall. Ey, und das ist ja nicht nur gut dargestellt, sondern es ist ja auch gut geschauspielert. Also, weil du jetzt gerade Film sagst, weißt du, ich habe mich auch so oft gefragt, mir macht das echt super viel Spaß, hier diese Charaktere bei ihren Handlungen zuzugucken, wie die sprechen. Hätte ich das auch gern als Film? Die Frage habe ich mich ziemlich oft gefragt. Ja. Weißt du, weil... Wie wäre das? Filme sind meistens so 90 Minuten lang. Die sind auch oft cool, wenn die gut geschrieben sind. Aber Uncharted könnte halt dieses ganze Abenteuer und diese Riesenreise, die ja echt lange dauert und an viele verschiedene Orte geht. Und auf der Reise erlebt man so viele Sachen. Sei es jetzt, wenn du selber spielst oder eben eine Cutscene guckst. Das würde alles in einem Film nicht so dargestellt werden können. Auch. Aufgrund der Länge einfach schon. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber... Auch, dass man halt eben selber spielt, dass man selber Feuergefechte erledigt, dass man selber Rätsel löst und sowas. Das spielt alles in dieses Gesamterlebnis mit rein, was das dann so bemerkenswert macht. Also als Film würde, glaube ich, so cool die Story auch ist, nicht funktionieren. Nee, würde ich das auch ist nicht so, wie es ist, ist es, glaube ich, echt tadellos und perfekt. Man kann ja nicht ausschließen, dass nicht irgendwann mal ein Uncharted-Film kommt, aber das ist genau das ist für mich auch der Grund, warum Assassin's Creed nicht funktionieren wird. Denn Assassin's Creed-Film wird ich nicht fast funktionieren. Nicht, ne? So. Das ist halt, wie willst du denn all diese Geschichten, beziehungsweise es wird ja eine neue, es wird ja irgendwie spanische Inquisition, wie willst du das denn in 120 Minuten packen? Genau. Das ist doch Bullshit, auch mit dem Animus und so. Das musst du den Leuten, die Assassin's Creed ja nicht kennen, erstmal erklären. Hm. Was ist denn überhaupt dieser scheiß Animus? Und das alles irgendwie in 120 Minuten, also... Ich glaube nicht. Nee, eben. Weißt du, man könnte sich jetzt echt lang drüber streiten, irgendwie kann sowas auch als Film funktionieren. Also ich glaube eher nicht. Der Gedanke drängt sich einem auf, weil es so filmisch ist, aber ich finde, so wie es ist, ist es eigentlich genau richtig. Heavy Rain hätte ja auch nicht als Film funktioniert, finde ich. Und was mir jetzt auch noch einfällt, wir haben über die Szene auf dem Dachboden gesprochen am Anfang, wo wir bei Nathan zu Hause sind. Weißt du, es gibt so viele Momente, die richtig lange dauern.
die könntest du als Film gar nicht so abbilden, weil da würde jeder Zuschauer wegpennen und solche Sachen gibt es mehr. Also er ist auf dem Dachboden und findet so seine Schätze. Dann gibt es noch die Szene, wo er halt seine Wohnung irgendwie begutachtet. Der Spieler soll sich mal ein bisschen umgucken, dann spricht er mit Elena. Später fand ich auch noch eine echt coole Szene, wo wir nochmal zurück in die Kindheit springen von Nathan und Sam, wo sie in dieses Haus einbrechen, um diese alten Dokumente von der Mutter zu suchen. Ne? Das ist ja, spielerisch hat das eigentlich auch gar keinen Wert, weil du einfach nur rumläufst, die sagen halt ab und zu mal ein bisschen was und du guckst was. Das könntest du im Film gar nicht so abbilden, aber allein dadurch, dass das so lange dauert und dass die beiden sich immer so ein bisschen miteinander unterhalten, da wird die Charakterzeichnung so intensiviert, das geht in einem Film nicht. Das ist halt gut für die Charakterentwicklung auch, dass sie sich halt irgendwie näher, also dass man mehr über die Leute erfährt und wie es halt früher mit denen war und warum die so geworden sind, wie sie jetzt sind. So. Und da schließt sich für mich auch wieder der Kreis zur Grafik, weil diese Szenen, die wären auch nicht so spielerisch unterhaltsam gewesen, wenn das nicht alles so fucking geil aussehen hätte. Würde. Ja. Ey, Nathans Bude, wie liebevoll die gestaltet super, ist. Super, ne? Oh Mann. Also so, aber ich an sowas Banalem wie, dass da ein Rasierer eine Zahnpasta und Rasiercreme auf dem Bade. Der Föhn hängt so halb runter und so. Das sieht halt aus. Alles voll mit saukrassen Details. Quasi, Und wenn ich jetzt nochmal die Szene nehme, wo Nathan und Sam in diesem alten Haus sind. Ich bin da so lang rumgelaufen und habe die ganze Zeit mit der Taschenlampe. Das ist ja auch ein Museum. Ja, habe alles abgefilmt, um zu gucken. Ich habe extra nach filigranen Objekten gesucht, ob die auch wirklich einen filigranen Schatten an die Wand werfen. Da gab es so eine Lampe mit so Troddeln oder es gab so ein kleines Modell von einem Piratenschiff, was so Segel hatte und überall diese Taue, wie ein Schiff halt aufgebaut ist, so ein Treibmaster. Da wollte ich einfach mal gucken, wirft dieses Modell denn jetzt wirklich einen akkuraten Schatten an die Wand? Ja, alles hat einen akkuraten Schatten an die Wand geworfen und selbst als Sam mit seiner Taschenlampe dazukam, was ja heißt, da sind dann zwei Schatten, war auch da. Also ich habe so viel Spaß gehabt, irgendwie diese Locations einfach nur abzusuchen, anzugucken. Ja. Ey, wenn es nicht so geil aussehen würde, hätte das halt auch keinen Spaß gemacht. Und deswegen, finde ich, zählt das ganz stark damit rein. Das Spiel macht auch Spaß, weil es so geil aussieht. Und ich glaube, hätte man das jemandem sagen müssen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich sieht es jeder so. Ja. Aber ich, ja. Du hast einen guten Punkt. Nein, du hast wirklich recht mit dem, was du sagst. Aber ich finde, ein weiterer wichtiger, ausschlaggebender Punkt war, wie nenne ich es, die Ausgewogenheit. Ja. Weil das hatte man in den Teilen davor öfter, dass du dich fragst, gerade im ersten, den du ja auch gespielt hast, so, wo es einfach kapitellang nur Geballer gab. Ja. Da gab es nichts an wichtigen Informationen, keine Story voranschreitenden Elemente. Es war einfach nur noch Geballer irgendwann. Mhm. Und das haben sie jetzt, finde ich, im vierten Teil perfekt hingekriegt. Ja. Wir haben diese perfekte Balance gefunden zwischen Klettern, Ballern, Rätsel lösen und einfach irgendwie Charaktere kennenlernen, Cutscenes. Genau, so. Und das ist einfach, ich finde, die haben das einfach diesmal perfekt getroffen, gerade nach dem dritten Teil, wo ich irgendwie so 3-4 Sachen hatte, die mich mega genervt haben. Mhm. Stichwort Schiffsfriedhof. Okay. Es war halt das einfach, hast du auch in einem Video gesagt, was genau war denn der da? Beschreib mal kurz. Im dritten Teil, das war mitten im Spiel, die Location war richtig geil. Das war halt so ein alter Schiffsfriedhof, wo halt so Wracks und sowas liegen. Da musstest du halt durch und da gab es eine so eine Arena, wo unfassbar viele Typen einfach standen. Mit Raketenwerfern, mit Granaten, mit allem, was man so aufzufahren hat, ne? Und es hat einfach 100 Jahre gedauert. Ich habe mich so aufgeregt. Ja, ja. Und nicht nur ich, die ganze scheiß Welt hat sich darüber aufgeregt. Ich glaube es auch. Also, sowas gibt es in Uncharted 4 nicht. Es gibt keine einzige Schießerei, wo ich irgendwann nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde den Controller weglegen würde. Das ist einfach viel smoother jetzt. Ja, und ich glaube auch, ich habe mal gelesen, dass halt früher öfter die Gegnerwellen nachgerutscht sind, was ja eben dann dazu geführt hat, dass die Ballerei irgendwann mal nervig wurde. Und so ist es ja auch nicht. Stellenweise weißt du, nicht geendet. Du hast ja jetzt wirklich eine überschaubare Anzahl von Feinden. Manchmal rücken dann noch 1-2 nach, aber es bleibt echt so, ja, keine Ahnung, je nachdem, wie groß das Gebiet ist, sind es meistens erstmal so 5, die du siehst. Ja. Während der Ballerei merkst du, es sind ja doch 12. Aber die hast du dann auch relativ schnell aus dem Weg geräumt. Eben. Und ich würde auch nicht mal sagen, dass die Ballereien selber irgendwie störend sind. Tatsächlich habe ich am Anfang, hat mich die Story dann doch so reingeführt, durch diese ganzen, durch diese Cutscenes, durch dieses, ich laufe durch die Wohnung und sowas. Weißt du, ich war da so drin und hatte eigentlich gar keinen Bock auf Action. Und deswegen haben mich die ersten Ballereien auch mal so ein bisschen abgeschreckt und habe gedacht, so, ach nö, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Ballern. Aber du sagst auch gerade, die Balance haben sie dann echt gut gefunden. Das merkt man auch. Also
es ist wirklich sehr viel toll erzählte Story drin und die Ballereien sind auch wirklich ganz gut über das Spiel gestreut und dauern nicht so lang. Also ich habe auch später dann ein paar Schießereien gehabt, die haben mir richtig Bock gemacht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Madagaskar, wo wir hin und wieder mal zu diesen Türmen kommen. Ja. Ne? Und die waren auch echt spannend, weil die, die Locations da so schön abwechslungsreich gestaltet sind. Es gab überall, wo man Deckungsmöglichkeiten, du konntest mit dem Enterhaken mal zu einem anderen Podest schwingen und dich so aus dem Schussfeld begeben, dann von dort aus die Gegner unter Beschuss nehmen. Was so ein bisschen generell an den Ballereien nicht so perfekt ist, ist, dass man, man nennt es Granatenspam, ne? Wenn du mal ein bisschen länger hinter der Deckung sitzt, kommt gleich vom Feind eine Granate geworfen, was heißt so, beweg dich mal bitte, du sollst hier jetzt nicht rumcampen und sowas. Kein und das Camping. Ist so eine Art Schema, was die Ballereien leider so ein bisschen ja, vorhersehbar machen, weißt du? Du weißt ganz genau, ich setze mich hinter eine Mauer und da kommt eine Granate geflogen, okay, ich muss weiter. Kannst du aber auch zurückwerfen. Oh, siehst du, wusste ich gar nicht. Also, ich würde sagen, die Ballereien sind immer noch nicht perfekt, aber ich finde die auch von der Länge her und wie die Levels gestaltet sind und die Möglichkeiten, die man hat, irgendwie diesem Gegneransturm Herr zu werden, ist echt tadellos. Und bei den Klettereien würde ich das auch so sagen. Also, ich fand es echt cool, dass man halt den Weg nicht immer sofort sieht. Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Ist das so? Also, ist interessant. Ich hab nämlich gedacht, Uncharted ist so ein Spiel, was mich auf jeden Fall, das muss mich nicht an die Hand nehmen, weil alles von selber float. Weißt du, ich werde sofort sehen, wo ich lang muss. Und das, öfter mal war ich wirklich an der Stelle, wo ich suchen musste, Moment mal, wie komme ich denn jetzt eigentlich da hoch? Oder wie funktioniert denn das eigentlich? Und wieso gibt es denn jetzt keine Hilfeeinblendung? Das erwarte ich doch von so einem Popcorn-Action-Spiel. Weißt du, dass es mir sofort nach einer Minute sagt, so mach das. Oder zeig mir irgendwie einen Pfeil. Dann musste ich schon echt manchmal suchen, so okay, wo kann ich da hoch? Da sind Griffkanten, da reicht es aber nicht. Oder sehe ich ja eine Kiste, ich ziehe die mal runter und schiebe die dahin, damit ich dann an diese Griffkante rankomme. Das ist lustig. Also ich musste öfter schon mal suchen, wo geht's jetzt weiter. War nicht immer so, manchmal wusste ich es auch sofort, aber... Das hatte ich gar nicht. Und ich glaube, das liegt aber an meinem Uncharted-Training einfach. Mhm. Ich habe das 3 Teile lang so gespielt. Ich weiß ganz genau, wo ich hinlaufen muss, wo ich hingucken muss. Das hatte ich nicht. Ich hatte eine Situation und das war lustig, weil Fabian Käufer mir 2 Tage, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, hat er mir geschrieben auf WhatsApp, wo er bräuchte Hilfe, er wüsste nicht, wo lang. Okay. Und es gibt diese eine Stelle in Libertalia, Kapitel 15 ist es, glaube ich, wo du in das alte Piratendorf reinkommst. Ja. Und da gibt es eine Stelle, da ist eine Wand und ein Tor. Ja. Und das Tor steht so ein Spalt richtig offen. Und Nathan sagt so, dahinter ist ein Pfad. Richtig. Und ey, da habe ich mich auch tot gesucht. Haben alle Leute, Fabian Käufer schreibt mir, ey, ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ich versuche ihm das irgendwie zu erklären über WhatsApp. Ich hatte das Spiel nicht da, ich konnte ihm nicht zeigen, wo. Irgendwie, dann hat er Screenshots geschickt. Okay, ich stehe hier, wo muss ich jetzt hin? Niemand rafft diese Stelle. Das ist die einzige Stelle im Spiel, die einfach irgendwie scheiße geplant ist. Ja, genau. Also ich habe dann auch ewig lang rumgesucht. Also überall war diese Mauer, durch die ich nicht drumherum oder die Tür drüber ging weg nicht, konnte. Da gehen so Treppen hoch genau, zu einer man Tür, musste die halt ging nicht in auf. So ein Gebäude unten im Keller rein und da ging dann der Weg unter der Mauer anscheinend durch und dann war man auf der anderen Seite. Also da habe ich auch echt lange gesucht. Vor allem, weil mir auch Sam, der mit da unterwegs ist, mir einfach keinen Tipp gibt. So. Scheiße, jedes Mal kannst du irgendwie L3 drücken und die sagen irgendwas und zeigen irgendwo hin. An dieser Stelle nichts. Das war eine Stelle. Dann gab es noch eine kleine Stelle, da war ich auch auf der Insel. Ich glaube, das müsste noch Kapitel 12 gewesen sein. Weißt du, wir fahren ja mit dem Boot in diese Höhle rein, auf dieser Mini-Insel, klettern dann da hoch. Aber da kommst du nicht hoch. Genau, irgendwann ist ja so, stopp, ich kann nur Sam nach oben helfen und er sagt dann, ey, du musst hier einen anderen Weg suchen. Ja. Nee, warte mal. Ach, fuck, das ist echt schwierig, das alles nochmal abzurufen. Meinst du das unten, wo du mit dem Boot anlegst quasi? Da kannst du ja nicht hochgehen. Und dann bist du oben irgendwann. Ja, okay. So, und da oben gab es eine Stelle, da konnte ich mein Seil an einen Baum anbinden. Und das mache ich. Und Nathan lässt sich hinab. Und dann wusste ich nicht, wo soll ich hinschwingen. Ja. Also so Stellen hatte ich dann öfter mal gehabt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie... blöd ist, dass ich da mal nicht weiterkomme, weil das hat mich halt irgendwie auch dazu motiviert zu gucken, so ey, wo ist hier jetzt der gescheite Kletterpfad? Ich musste die Umgebung genau sondieren, musste gucken, so da sind Griffkanten, aber da komme ich nicht hin, führt das vielleicht woanders hin. Aber ich fand es ungewohnt, weil ich auch die meiste Zeit, also oft in dem Spiel, kam ich relativ reibungslos durch
und dachte halt, das ist so ein Ding, da flowst du so durch. Aber es ist ja, manchmal wird dann halt doch ein bisschen Erforschung von dir verlangt. Ja, natürlich. Und dann kommt dieses Abenteurer-Feeling auch wieder ein bisschen hoch. Das ist ja auch extra gewollt, weil sie haben ja auch, wie schon in den Teilen davor, überall so kleine Schätze versteckt, die du finden kannst. Und je weitläufiger die Level mittlerweile geworden sind, und das sind einige, je mehr gibt es auch zu entdecken. Und Naughty Dog möchte ja, dass du dich ein bisschen umschaust, dass du die ganzen kleinen Sachen findest, die dann auch so verstreut sind. Ja, ey, stimmt, da fällt mir jetzt nämlich noch ein Gedanke ein. Ja, bitte. Wo ich jetzt nochmal auf diese Grafik zu sprechen kommen muss, das fand ich auch fast ein bisschen schade, dass die Art des Spiels, das ist ja eigentlich so ein storybasiertes, auf für Solo-Spieler optimiertes Popcorn-Abenteuer ist. Dass man diese Locations alle immer nur einmal durchwandert. Weißt du, klar, man kann auch sagen so, ey, scheiße, das war so toll, ich spiel's nochmal durch. Aber wenn ich diese geilen Locations in einem Spiel hätte, nennen wir es so ein Open-World-Spiel und ich kehre immer wieder dahin zurück und kann diese geilen Locations öfter genießen, weißt du? Mir kommt es fast so ein bisschen vor, ich will das Wort nicht sagen, Perlen vor die Säue, weil das ist es nicht. Aber die Locations sind einfach echt fast zu schade, um sie nur einmal zu besuchen. Es ist wie so ein Riesenbuffet, wo du aber überall nur mal so ein Häppchen probierst. Anstatt, dass du dir irgendwie immer wieder zurück zu diesem Buffet kommst und dir dann weiterhin den Bauch vollschlägst. Also, ich habe mir bei so vielen Orten gedacht, so, oh Mann, ja, Multiplayer ist aber eigentlich was anderes. Ja, ich meine, die Maps bestehen ja auch zum Großteil aus den Locations, die halt abgeändert wurden. Aber der ist ja mehr auf Performance getrimmt, das Spiel läuft flüssiger und diese ganze grafische Opulenz, die hast du im Multiplayer ja gar nicht. 60 Frames. Ja, aber da geht's halt um coole Ballereien und nicht um diese geilen Landschaften. Ja klar, ich meine, aber die spielen halt, die Maps finden ja de facto in diesen Locations statt, auch wenn sie so ein bisschen abgeändert wurden. Ja. Aber egal. Ja, ich finde das nicht so schlimm. Ich spiele jetzt mittlerweile zum zweiten Mal durch und ich werde es danach auch direkt nochmal spielen. Cool. Ja, ich brauche das halt. Ich muss das verarbeiten alles. Mhm. Weil es ist wie bei Filmen so. Beim ersten Mal findet man nicht immer alles. Man sieht nicht immer alles so. Und deswegen immer alles ausprobieren. Und ich möchte unbedingt auch dieses Fototool benutzen. Oh ja. Diesen Fotomodus. Auch ziemlich smart gemacht von Naughty Dog. Meine ganze Facebook-Timeline ist voller Alben mit Fotos, die Leute geschossen haben in Uncharted. Da kannst du verschiedene Filter auch auswählen und die Person wegretuschieren, die auch im cool. Bild ist und so. Das ist so krass, was die Leute da alles schon für Landschaften und geile Aufnahmen gemacht haben. Das ist einfach, oh Mann, das macht so Spaß. Das ist echt krass. Ja. Ja, so konkret haben wir noch nicht über die Rätsel gesprochen. Stimmt. Das nochmal? Also Rätsel, haben wir eigentlich nur kurz angerissen, aber... Level-Design haben wir jetzt auch ein bisschen angerissen, wo ich auch sagen muss, das fällt aber auch mit Rätsel zusammen. Meine absolute Lieblingsstelle in dem ganzen Spiel ist in Madagaskar dieser Rätselturm. Ah ja, okay. Wo du zuerst halt die Glocken läuten musst, dich da hochkletterst da mit den Tierkreiszeichen, dann geht unten die Tür auf und unten ist nochmal dieses Piratenbild-Rätsel. Mhm. Das ist so schön. Das macht so viel Spaß. Und diese Kleinigkeiten. Jedes Mal, wenn Nathan die Glocke läutet, hält er sich so die Ohren zu und jammert, dass es so laut ist, dass er doch Ohrenstöpsel braucht. Und am Ende fällt halt das ganze Ding zusammen. Und diese Szene, wenn er unten ankommt und gerade so steht und denkt so, oh Gott sei Dank, fällt nochmal so dieses Zahnrad neben ihn. Das ist halt so ein Komikmoment, so ein Filmkomikmoment. Das fand ich so gut. Fand ich auch gut. Also, außen am Zeiger, Alter, wie das so aufzieht, dann, wie du dann die ganze Landschaft siehst, wie er an der Wand, an der Uhr. Noch beeindruckender wegen diesem Panorama fand ich aber auch, dass in Libertalia, wo sie oben auf diesem Wachturm sind, der diese runde Kuppel hat, Alter, was für ein Panorama. Aber gut, wir wollten eigentlich über die Rätsel reden. Ich fand diesen Glockenturm auch cool. Ich bin da relativ schnell durchgehuscht, aber das ist so ein richtig schönes Abenteuerrätsel, wie man es gewohnt ist, wo halt dass die Kletterei verbunden ist mit ein bisschen Gehirnschmalz, so welches Ding muss ich als erstes läuten. So, ja, und du hast ja auch immer noch dein Notizbuch, wo dann halt Hinweise drinstehen, die jetzt nicht sofort die Lösung verraten, aber die halt schon dich wirklich so mit der Nase draufstoßen, so ey, probier doch mal das. Mhm. Und im Anschluss daran, das ist ja auch unter diesem Glockenturm, ist dieses Rätsel, wo man diese Kärtchen so drehen muss.
Genau. Fand ich auch ganz cool, dass man halt erstmal auf die Idee kommen muss, die Kanten müssen zusammenpassen anhand der Zapfen. Ja, ne? Ja. Und dass man, diese Zapfen sah man ja auf diesen Kärtchen nicht, auf dieser Apparatur, die sondern die hat man erst rausbekommen, wenn man sich die Bilder genauer angeguckt hat. Ja. Also das war eigentlich alles ganz cool miteinander kombiniert. Du hast die Bilder gehabt, die musstest du erstmal wie ein Suchbild absuchen. Wo ist denn hier die Form mit den Zapfen? Ja. Dann zurück zu dieser Apparatur und diese Dinger richtig drehen. Irgendwann gab es dann auch mal mehrere Lösungswege, sodass es halt sukzessive schwerer wurde. Ja, hat Spaß gemacht, war aber auch nicht so eine Kopfnuss, die irgendwie dich vor Frustmomente stellt, weißt du, wo du dann denkst, so scheiße, ich komme hier nicht weiter, sondern insgesamt musst deinen Kopf ein bisschen anstrengen, aber kommst auch irgendwann mal drauf. Also wirklich alle Rätsel in Uncharted 4 waren jetzt wirklich nicht herausfordernd. Also ich habe mich... Nee. Das Schwierigste in meinen Augen war noch das in Schottland mit dem Wassereimer. Da musstest du ja die Kreuze in die richtige Reihenfolge kriegen und oben den Wassereimer hinstellen. Mhm. Und da musste ich kurz überlegen, so Alter, wie drehe ich jetzt welche Platte, damit welches Kreuz in welchem Lichtkegel steht. Das war schon ein bisschen schwieriger. Aber alles andere an Rätseln war irgendwie locker machbar und das finde ich aber auch okay. Also ich muss jetzt nicht irgendwie, ich hatte das im ersten Teil, da gab es nach diesen 100 Jahre Ballerei, gab es so eine Bibliothek und da standen vier verschiedene Köpfe und du musstest die in Himmelsrichtung drehen, in die jeweiligen. Das Rätsel war einfach so schlecht geschrieben, dass ich habe es einfach nicht gerafft so und habe mich mega aufgeregt nur. Und das gibt's halt, das gab's aber auch in den Teilen danach dann schon nicht mehr. Also auch in 2 und 3 sind die Rätsel eigentlich ganz gut zu handeln. So. Und ich finde das eigentlich cool. So. Ich meine, gerade für Mainstream-Leute, und Uncharted ist ja ein Mainstream-Spiel, das kann man nicht abstreiten, finde ich das okay, wenn man sich da jetzt nicht... Es soll ja kein The Witness sein. So. Nee, du sollst ja nicht irgendwie da 100 Jahre rumknobeln. Und das passt auch, also spielt da auch wirklich gut in die Balance mit rein. Wäre es zu einfach gewesen, würdest du dir meistens denken, so ja toll, wie lame war das denn? Wenn es zu schwer wäre, würdest du da festhängen, würdest du auch die Lust verlieren. Ja. Also ich fand das auch echt ein sehr gutes Rätseldesign. Ich hätte mir fast sogar noch ein paar mehr Rätsel gewünscht, weil ich das eigentlich ganz gern mache. Aber gut, vielleicht hätte es wieder jemand anders nicht gepasst. Also meine Meinung ist das so, ich hätte nichts gegen mehr Rätsel gehabt. Mag die eigentlich. Oh, gut. Ja. Ja, ist jetzt hier Spoiler-Time angesagt, oder was? Ist es schon soweit? Weiß ich nicht. Was haben wir noch? Ich gucke gerade. Ich glaube, es gibt wirklich nur noch Sachen, so, die ich im Spoiler-Bereich besprechen wollen würde. Obwohl, naja, ich habe hier jetzt noch aufgeschrieben, so nette Kleinigkeiten. Aha. Und damit meine ich halt damit? Sowas wie ganz am Anfang in Kapitel 3, wo er dann diesen Tauchjob da hat und wieder an Land kommt und mit einem Typen von dem Schiff, auf dem er arbeitet, so deine Mutterwitz macht. Ja, okay. Solche Sachen, so kleine nette Ideen. Mhm. Oder auch die Sache in Madagaskar, wo du dir den Apfel kaufst und dann mit ja. dem Lemur kuschelst ja. und dann kommt so der Lemur und klaut dir den Apfel und so. Das sind halt so kleine Nettigkeiten. Auch die Sachen auf dem Dachboden, ne? diese ganzen alten Erinnerungen. Das ist so Liebe zum Detail. Oder auch, dass dein Spiegelbild richtig funktioniert. In einem Videospiel. Du hast endlich mal ein ordentliches Spiegelbild. Ja. Wo gibt's das? Also gut, gibt's schon hin und wieder, aber ja, ich habe jetzt auch gerade, weil jetzt auch... Bei The Order zum Beispiel, ja. wo alles richtig geil aussah. Ich war ja eine der wenigen Leute, die The Order 1886 total gefeiert hat. Gab's kein Spiegelbild. Mhm. Und da dachte ich auch schon... Ja, das ist schon öfter mal so und das ist so ein bisschen enttäuschend. Aber ja, mir fällt jetzt auch kein konkretes Beispiel zu diesen Kleinigkeiten ein, aber das Spiel ist voll davon und das zeigt auch, dass die... Weißt du, das ist ja kein Muss... So, keiner sitzt ja da und sagt so, ey, du musst auf jeden Fall da jetzt einen Lemur einbauen, der dir später den Apfel klaut, wenn du diesen Apfel vorher gekauft hast. So, das macht man einfach aus Bock heraus. Das Spiel könnte viel weniger bieten auf und die Leute würden es cool finden. Weißt du, wie ich meine? So, es muss einfach nicht. Aber dadurch, dass es drin ist, wirst du einfach... gefangen genommen von dieser Detailverliebtheit, die Leute haben. So, da merkst du richtig, die wollen dir einfach ein richtig geiles Erlebnis bieten und stecken da so viel Arbeit rein. Ach Gott. Auch das Notizbuch. Das war früher immer so trocken ernst einfach. Da standen einfach Notizen drin. So, wie du weiterkommst, was du alles gesehen hast. Punkt. Dieses Mal
ist es wirklich lustig. Mhm, du musst es mal von Anfang an durchblättern. Das ist so geil, wie er auf dieses Foto von Rafe irgendwie den so einzeichnet und irgendwas total Dummes daneben schreibt. Oder wie er beschreibt, wie sich das angefühlt hat, wenn er die Hand in dieses Ding gesteckt hat, in diesen Schalter. Ja. Und dann malt er irgendwie so ein Bild, als hätte ihm so ein Löwe über den Arm geschleckt, als hätte er ein Gehirn angefasst, eine nasse Katze dazu. Ey, das ist so witzig gemacht teilweise. Cool. Und das war vorher einfach nicht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich einfach eingebaut haben, weil sie Bock drauf hatten. Ja. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, was mir da auch noch alles aufgefallen ist. Aber ich komme dann halt meistens immer zu den... Das sind so viele Sachen. Ja, ich komme dann meistens zu diesen grafischen Details zurück oder halt auch zur Art, wie die halt Dialoge geschrieben haben. Weißt du, so ja, wie lange die da Gespräche führen, und das ist nie langweilig, sondern das ist immer interessant und ich... Da kommen wir gleich im Spoiler-Part nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, den sollten wir jetzt auch mal langsam beginnen. Weil da gerade, was Dialoge angeht, ist es einfach... Spoilert das jetzt einfach mal hoch 10, würde ich sagen. Ja. Oder? Findest du nicht auch? Wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, du musst anfangen. Wir spoilern jetzt mal hart. Okay. Also Leute, jetzt ist hier Alarmstufe Rot. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt oder noch wissen wollt, wie es ausgeht, dann guckt jetzt hier nicht weiter. Gut. Ist nicht gut. So, um was geht's jetzt? Es geht um Charakterentwicklung. Und ich finde es einfach fantastisch, wie ich Sam von Anfang an nicht getraut habe und ihn von Anfang an nicht leiden konnte. Okay. Und dann erfährst du in Kapitel 15, dass es keinen Alcazar gibt, dass er die ganze Zeit gelogen hat, nur weil er diesen dummen Schatz haben wollte. Mhm. Nathan in Gefahr gebracht, Nathan hat Elena angelogen, deswegen all dieser Scheißhaufen, der sich gebildet hat im Laufe dieses Spiels, diese Schwierigkeiten, in denen die gesteckt haben. Ey, und dann sowas. Ja. Ich hab's mir schon gedacht und ich meiner Meinung nach arbeitet dieses Spiel subtil darauf hin. So, mit so ganz kleinen, wo ich halt gemerkt mit dem stimmt irgendwas. Wie habe ich Sam am Anfang wahrgenommen? Also ich finde allein schon die Tatsache, dass er halt nach so langer Zeit seinen Bruder aufsucht und um ihn gleich um so eine fette Sache bittet. Ohne weißt du, sowas machst du eigentlich nicht was wirklich. Was zum Teufel? Ja. Aber er hatte ja dann auch wirklich einen triftigen Grund, den, wie wir wissen, ja, der war ja nur erfunden, es war nur ein Vorwand. Aber da dachte ich mir auch so, okay, guck mal, die arme Sau, ey, wir haben die Szene ja auch gespielt, ja, wie er mit dem Alcazar aus dem Knast ausgebrochen ist und der ihn dann so hardcore unter Druck gesetzt hat, wo ich gedacht habe, so, alter Scheiße, Mann, da hat er aber echt einen ziemlichen fiesen Hund an der Backe. So. Ja. Klar, da musste jetzt irgendwie dein Bruder Nate fragen, ob er dir da irgendwie raushilft. Ja, wer soll dir sonst und dadurch, helfen, dass ich das halt auch spielen konnte, hast du ihm das abgekauft? Habe ich dem das auch abgenommen, weißt du? Und dadurch war das dann halt auch, habe ich das dann auch nicht mehr so schwer aufgewogen, so von wegen so, ey, guck mal, der zieht ihn da jetzt aus seinem schönen Familienleben raus und drängt ihn wieder, schlimme Abenteuer zu machen und bewegt ihn auch noch dazu, dass er seine Frau anlügt. Aber ja, Sam hat halt allein dadurch, dass er immer so ein bisschen draufgängeriger ist, kann man das steigern? Draufgängerischer? Oder so ein bisschen... Mann, Nate, ja, das ist, halt Nate so eine, ist so ein bisschen eher der tatsächlich eher, der Vernünftigere. Sieht man auch schon, wenn sie als Kinder unterwegs sind. Und so der, Sam ist so frei Schnauze. Ja, so der ist so ein richtiger Draufgänger. Ja. So, rücksichtsloser. Harter Hund, genau. Kann man sagen. Und dadurch war auch schon klar, der ist dazu prädestiniert, irgendwen in Schwierigkeiten zu bringen. Ja. Das ist so sein Skill, einfach durch seine Art. Aber das dass ist er das dann halt mit so einer Lüge macht, so hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber ja. Aber das ist halt, das meine ich halt, wie die Figur halt einfach von Anfang an auftritt und geschrieben ist. Genau mit Rafe, wo ich von Anfang an wusste, okay, erstens, der ist ein Psychopath, zweitens, der ist der Vollwaschlappen. Ja. Der ist einfach, der hat, bei dem ist irgendwas schiefgelaufen. Der hat nicht genug Liebe bekommen oder was weiß ich. Der ist einfach durch, der Typ. Das merkst du ja schon, wenn er den Wärter im Gefängnis absticht. Du kannst ihm doch erstmal alles versprechen, dann aus dem Knast rauskommen und dann nie wieder Bescheid sagen. So. Mhm. Du kannst ihn ja noch anders loswerden. Du musst ihn jetzt nicht hier abstechen. Ja, ihr seid noch im Knast. Ja klar, aber so musst du halt auch einen Bösewicht zeichnen. Oh. Also was mich geärgert hat, ist, dass ich halt so von Rafe und Nadine halt schon wusste, dass die Widersacher sind. Es gab ja mal am Anfang diesen Story-Trailer von Uncharted 4 und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich schon so wusste, weil ich glaube, am Anfang, wenn du das Spiel spielst und kennst den Trailer nicht, weißt du auch nicht wirklich, dass Rafe irgendwie der große Widersacher ist. Nö, natürlich nicht. Also wenn du keinen Trailer gesehen hast, dann
denkst du dir auch erstmal nichts dabei. Aber bei Nadine finde ich, ich finde sie so gut. Sie war mir sympathischer als Sam. Weil ich geahnt habe, dass irgendwas in ihr... Also das ist auf jeden Fall eine, da merkst du an, die hat Prinzipien, weißt du? Genau, das meine ich. Irgendwas in ihr, die ist nicht ganz schlecht. Da blüht noch irgend so ein kleiner Funke Vernunft. Genau. Und das merkst du ja. Und das wird ja später im Spiel, wird es ja immer deutlicher, weißt du, dass sie sich dann auch mit Rafe anlegt. Sie will ja auch aussteigen am Ende. Es gibt ja erstmal so eine Auseinandersetzung und dann wird klar, dass auch ihre Söldner sich gegen sie stellen, weil Rafe bietet mehr als sie. Ja. Und dann ist sie halt gezwungen, mit Rafe weiterhin zu arbeiten, obwohl sie Meinungsverschiedenheiten haben. Und später... dann die Vernunft wahrscheinlich komplett durch so cool. Und sie hintergeht Rafe, mit dem sie halt nicht in einer Meinung ist. Ich finde das so cool, weil in den Teilen davor habe ich mich immer gefragt, so seid ihr eigentlich alle bescheuert? Ihr folgt diesem einen Deppen jetzt bis in den Tod. Gerade im dritten Teil, da hatte diese Marlowe, hatte so einen Handlanger, so einen Handlanger-Boy. Und mit dem kämpfst du dann halt, während die Stadt zusammenbricht, in der du da bist. Und da denke ich mir auch so, warum jetzt noch? Die Alte ist schon tot. Kannst du nicht einfach sagen, okay, wir haben hier mega Scheiße gebaut. Lass mal abhauen. Also so, und das macht sie halt. Sie sagt halt, es reicht. Das ist eigentlich das, was man sich von vielen Filmen wünscht. Wo man sich bei irgendwelchen großen Verbrechersyndikaten fragt man sich immer, warum machen die Leute da überhaupt mit? Was ist das? Warum machen die Sturmtruppler irgendwie bei Darth Vader mit? Weißt du, wie ich meine? Ja. Obwohl der sie alle umbringt, wenn sie mal einen Knopf falsch drücken. Genau. Und da hat man dem Charakter Nadine jetzt halt mal ein bisschen Vernunft gegeben. Oh, das ist so dass cool, sie zwar auch irgendwie unehrenwerte Motive hat, aber sie auch irgendwann mal im Verlauf des Abenteuers den Kopf anstrengt und denkt sich so, hey, scheiße, das ist eigentlich gerade nicht so cool. Ja, es ist eigentlich total dumm, was wir hier machen. Und ich meine, sie lässt die beiden ja auch zurück. Sie nimmt ja auch in Kauf, dass auch Nathan drauf geht. So, das ist... Sie ist ja jetzt kein Gutmensch geworden, sondern sie hat einfach für sich erkannt, okay, was ich hier mache, ist vollkommener Bullshit, Leute. Ich habe irgendwie Ladungen voll Gold, ich muss jetzt nicht noch hier auf diesem Schiff rumhüpfen, um 400 Millionen Dollar irgendwie noch zu erbeuten. Ich habe doch schon genug. So, und das fand ich richtig gut, weil das hat kein Teil vorher gemacht. Die sind alle entweder wahnsinnig geworden oder gestorben. So. Und sie ist halt irgendwie schlau gewesen. Und das fand ich gut für den Bösewicht. Ja, um bei der Nadine kurz zu bleiben, so, Mann, die haben es aber auch echt badass gemacht. Du magst die Haare, ne? Nee, ich meine jetzt erst, also wie sie, ich meine, wie die halt Nathan und Sam immer vermöbelt. Ach und so, wie glaubwürdig auch diese Kloppereien rüberkommen. Also, ja, die ist schon knallhart. Richtig knallhart. Und ja, zu den Haaren, also generell alle Haare, ich komme schon wieder zur Grafik, ey, aber was mir aufgefallen ist, ist, wenn halt Licht von hinten auf den Charakter scheint, dann siehst du die Spitzen irgendwie in den Haaren. Ist schon wieder so ein Detail, wo kein anderer Entwickler gedacht hätte, ey, das müssen wir irgendwie einbauen, damit es noch realistischer aussieht. Aber in Uncharted 4 sieht man das halt. In den ganzen Cutscenes habe ich mir gedacht, wie krass kann man denn die Haare noch darstellen? Noch nie vorher in einem Spiel gesehen. Ja gut, schon wieder abgeschwiffen, ey. Abgeschwurft. Du bist schon wieder abgeschwurft. Ja. Generell, wie hat dir das Ende gefallen? Ist es eingetreten? Ist jetzt jemand gestorben? Ich würd eigentlich ganz gerne noch mal die Szene ansprechen. Ich glaube, das war nach Madagaskar, nach dieser super krassen Verfolgungsjagd. Ja, mit dem Motorrad. Ja, wo Nathan davon überrascht wird, dass Elena herausgefunden hat, dass er sie beschissen hat. Ich wollte weinen. Ich habe gesagt, du dummer Idiot, ey. Ja. Du brauchst Frauen überhaupt nicht zu verheimlichen. Frauen finden das raus. Ja. Immer. Man konnte es ihm halt auch nicht wirklich übel nehmen, weil er hat ja auch später dann ihr erklärt, so, ey, guck mal, es sah so und so aus. Der Sam, dem sein Leben hing am seidenen Faden. Ja. Ich musste ihm helfen, aber ich wollte dir ja auch nichts darüber sagen, um dich zu schützen, weißt du? Da hätte ich dir sagen sollen, komm mit. Sie hat ja dann gesagt, ja, du musst es mir sagen. Ja, natürlich. Aber man kann ja auch sein Motiv verstehen, warum er sie angelogen hat. Die Gelegenheit hat sich angeboten irgendwie. Sein Boss hat gesagt, so, ey, kommst du mit nach Malaysia? Oder war das Malaysia? Ja, egal. Ja, doch. Und da hat sich diese Lüge angeboten. Aber du hast dann halt gemerkt, so wie lange er sie anlügen müsste. Hey, der Job verzögert sich noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen länger weg. Und er hat sie dann halt wochenlang angelogen. Bullshit, Leute. Und diese Last der Lüge hat sich dann in dieser einen Cutscene auch für den Spieler, für mich, wirklich merklich entladen. So wurde. Du hast auch hier Nathan wieder so geil angesehen, dass der richtig im Arsch ist. Dass er auch wirklich
Der Schatz ist mir sich richtig dreckig egal. Gefühlt hat. Bei welcher Videospielfigur kann ich sowas mal sehen, ja. erleben? Weißt du, ich meine? Und du hast auch bei Elena gesehen, dass die wirklich richtig hart gekränkt ist. Und die wusste auch gar nicht mehr, was sie sagen soll. Die war richtig angepisst. Und ja. da hast du ja auch gedacht, so scheiße, man steht jetzt diese harmonische Ehe auf der Klippe, auf der Kippe. Ja, nur wegen Sam. Ja. Alles nur wegen Sam. Ich mag Sam. Und dieses Problem hat sich ja dann auch noch ein bisschen weiter... später, als sie auf diese Insel zufahren am Boot, wo sie nochmal sich zusammen ein Bier aufmachen in diesem Führerhäuschen ja, im Boot und quatschen drüber, so, ey, Nate, wie geht's dir eigentlich? Echt, echt krass, weißt du, also, wie fasse ich das zusammen? Aber das sind wieder diese Sachen, musste gar nicht machen. In Spielen funktionieren Stories auch, wenn sie weitaus weniger bieten und weitaus schlechter dargestellt sind und keiner beschwert sich drüber oder man hat es fast schon hingenommen, dass es alles immer nur so oberflächlich ist. Und hier wird sich so viel Gedanken gemacht, wie du diese Charaktere zeichnest und wie du diese Geschichte erzählst. Ich bin da echt immer wieder baff gewesen. Ja, ich fand's echt? Ich fand's auch. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass er sie nie hätte anlügen dürfen. Ja. Weil im Aufzug später, wo sie dann im Dschungel sind, im Aufzug, hat er ja noch gesagt, so, ey, eigentlich wollte ich nicht dich beschützen, sondern mich. So. Ah ja, stimmt. Wie hat er das nochmal gemeint? Ich habe den Schwur gebrochen. Ja, er wusste halt nicht, wie er das rüberbringen soll oder wie er ihr das erklären soll. Und auch eigentlich diese Sehnsucht, die er hat nach dem Abenteuer. Ach so, das. Ja, stimmt, okay. Weil du hast es ja, sie hat es ja auch gesagt. Als du in das Zimmer kamst, du hättest deine Augen sehen sollen, wie die geglänzt haben wegen der Schatzsuche. Mhm. So, er hat sich halt selber angelogen die ganze Zeit und er wollte es halt nicht wahrhaben, dass er dieses Abenteurergehen einfach nicht los wird. Er muss raus. Stimmt, hast du eigentlich recht, den Aspekt habe ich ganz vergessen, dass er ja am Anfang, wo er sein Müsli futtert, so sehnsuchtsvoll auf dieses Bild guckt. Auf das Bild auf übrigens, das Bild. Was da bei uns im Set steht, ja. Stimmt, den Aspekt habe ich ganz vergessen, weil man die ganze Reise über sieht man ja auch, was der eigentlich für einen Spaß an diesem Abenteuer hat. Wenn er mit dem Sam unterwegs ist und sowas, wenn die was rausfinden oder wenn sie knobeln, so was jetzt gerade storymäßig passiert ist oder was damals Avery und seine Piratenkumpanen, weißt du, wie die versuchen, diese Geschichte nachzuempfinden. Das macht den beiden richtig Bock. Und, ja, das kannst du nicht abstreiten. Ja, und da merkst du halt so, ey, der Typ ist halt ein waschechter Abenteurer, der sich halt in diesem Familienleben vielleicht nicht so 100% wohlfühlt. Aber gleichzeitig, also ich meine, er ist halt hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten, weil er hat ja Sam dann später auch meistens angemotzt, so von wegen, ey du Arsch, du hast mich angelogen und ich habe hier sau viel aufs Leben, sau viel aufs Spiel gesetzt. Mein Leben, meine Familie, bla. Und das ist beides wichtig für Nathan. Ja, er will Abenteuer haben, aber er wird auch ganz gern irgendwie... Deswegen hat er sich ja immer zurückgenommen die ganze Zeit, jetzt nach Teil 3 quasi. Und er hat ja auch zu ihr gesagt auf dem Sofa so, ey, ich will dieses Leben hinter mir lassen, unseretwillen. Und das vereint sich ja dann wieder in der Szene, wie du gemeint hast, wo sie mit dem Jeep durch die Gegend fahren und fahren den Aufzug hoch. Da sind sie nämlich wieder ein Team. Ja, genau. Da sind Elena und Nathan sind nach wie vor, verstehen sich wieder, auch wenn sie ihre Differenzen hatten und sind zusammen auf Abenteuertour. Ja, also und sie merkt halt auch so ein bisschen, dass ihr das auch so ein bisschen gefehlt hat. Ja, die ist ja, ich meine, die haben ja ihre gemeinsame Vergangenheit und haben schon viele Abenteuer erlebt. Und von jetzt, Anfang an. Deswegen ist die ja auch nicht komplett neu in dem Thema, sondern die kann da gut mitmachen, kann auch anpacken, kann ballern und so Sachen machen, die man halt als Abenteurer machen muss. Ja, das ist schon, das war schon echt gut. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, echt so ziemlich alles gespoilert, außer dem Ende. Ja, aber dann sag doch mal, was hältst du denn vom Ende? Ja. Hau mal raus jetzt hier. Hast du dir das darunter vorgestellt? Hast du gedacht, dass es so endet, wie es geendet hat? Nee, es ist auch wieder eine Art, ein Spiel zu Ende zu bringen. Also diese Art gehört einfach gewertschätzt und gewürdigt, weißt du? Weil du könntest genauso gut auch einfach alle in Sonnenuntergang ziehen lassen und dann scrollt der Abspann runter, dass sie da aber nochmal einen ganzen Epilog hinten dran hängen, in dem du Cassie spielst, die Tochter von Elena und Nate, die auch hier erstmal ihr Zimmer durchsucht und sich so ein paar... Haus? Ja, was ein super Haus. Und dass sie sich dann halt ihre Gedanken macht, so ich müsste mal aufräumen und wer ist eigentlich das? Und ich habe einen Brief von Victor gefunden. Das ist alles, man könnte sagen, so unnötig, aber es spricht auch wieder dafür, so kannst du ein Spiel auch zu Ende bringen, dass du jetzt erstmal so ein bisschen was über diese Tochter erzählst oder erlebst. So, was ist das für ein Mensch und was ist ihr Wissensstand so? Die weiß ja noch gar nichts von ihren Eltern und dann kommt sie halt langsam dahinter, dass die, wie sie sagt, ihr habt ja wirklich Leichen im Keller. Ja, und dann kommen Elena und Nate dazu und müssen sie halt aufklären über ihre Vergangenheit. Was da eigentlich damals passiert ist und dann endet das Spiel. Ja, aber ich meinte eher,
Also das, nee, damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, aber womit ich noch weniger gerechnet habe, ist, dass alle heil aus der Sache rauskommen. Ach so. Weil ich habe erwartet, dass mindestens einer stirbt. Ey, stimmt. Mindestens. Hat ja die ganze Welt gemutmaßt. Ja, Thieves End, wenn nicht Nathan, dann stirbt zumindest Sam. Und es gab auch, das hat mich am meisten verwirrt, es gibt einen Trailer, den habe ich im Kino gesehen, als ich in Civil War war, lief ein Trailer zu Uncharted 4 mit Szenen, die es gar nicht gibt in dem Spiel. Wo ich im Kino noch saß und dachte so, habt ihr mich jetzt gespoilert? Okay, aber war nicht so. Grad, die Szenen gibt es nicht. Kenne ich gar nicht, kenne den Trailer nicht. Die Szenen, die in dem Trailer vorkommen, gibt es nicht. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, okay, da passiert noch irgendwas Krasses. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja so, Rafe und Nathan werden in diesem Schiff ja von Nadine eingesperrt, sind dann halt, alles brennt natürlich wie immer, in diesem riesigen Raum voller Gold. Sam ist eingequetscht unter so einem Pfeiler und kann sich nicht bewegen. Mhm. Und Nathan denkt halt, er ist tot. So. Rafe hat immer noch nicht genug, ist mega neidisch auf die ganze Karriere von Nathan. Oh, du hast immer alle Schätze gefunden. Du bist so berühmt geworden und ich nicht. So, und dann fangen die halt an zu kämpfen mit zwei Säbeln, was übelst geil war übrigens. Mhm. Bester Endkampf, fand ich super Idee. Das geht dann hin und her, bla 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 bla. Kurz vor Ende, Nathan liegt auf dem Boden, seine Klinge ist zerbrochen. Rafe will ihn gerade aufspießen, aber Nathan kappt so ein Seil, wo dann so ein riesiges Sack. Netz voller Gold auf Rafe runterregnet und Rafe ist halt tot. Ja. So. Und da dachte ich, okay, da ist jetzt noch Sam, der ist aber eingequetscht und Nathan kann den Balken nicht von alleine heben, der Balken ist zu schwer. Ich dachte wirklich, Sam stirbt jetzt, der lässt den da zurück und dann ist gut. Mhm. Aber so war es nicht. Ich habe irgendwie den Faden verloren wegen dem Trailer, den du bei Civil War gesehen hast. Wie hat das jetzt damit? Was für eine Szene hast du gesehen, die es nicht gibt? Im Trailer, den ich gesehen habe, sitzt Nathan in diesem brennenden Raum, todesbetrübt und schnippt so eine Goldmünze hoch und sagt so, war es das wirklich alles wert? Ah, okay. So, und ich glaube, hast du das erzählt oder habe ich das verpasst? Nee, das habe ich nicht erzählt. Genau, weil darum ging es mir ja eigentlich. Was für eine Szene hast du gesehen? Ja, okay, und dann liegt natürlich der Schluss nahe, so, das endet anders, als man es jetzt gesehen hat. Aber es ist eigentlich auch ganz cool, dass es ein Happy End hat. Also klar, man hätte jetzt auch sagen können, boah, krasses Statement, die lassen Nate sterben oder sonst wen, sowas, weißt du? Aber ich finde, Sam hätten die ruhig sterben lassen können. Ich mochte den nicht. Naja. Der ist mir total, da habe ich auch gedacht, so, du hast so viel Scheiße gebaut. Du hast meine Lieblingscharaktere, mit denen ich 3 Spiele lang schon durchlitten habe, also, die hast du jetzt so verarscht. Es ist immerhin sein Bruder und guck mal, was die zusammen erlebt haben als Kinder auch, nur wegen dieser kleinen Lüge. Was für eine kleine Lüge! Ja, Nathan hat doch Bock auf Abenteuer gehabt. Und dann laufen die ihm hinterher, wollen ihn befreien und dann sagt er so, nee, ich komme jetzt nicht mit euch nach Hause. Ich suche jetzt den Schatz, alleine. Und schon wieder, Alter. Und ich so, Nathan, lauft ihm jetzt nicht hinterher. Und Elena kann es auch nicht fassen. So, willst du mir jetzt wirklich hinterherlaufen? So, ja, ich muss, das ist mein Bruder. Ja, dann soll er doch verrecken. Sie haben in dem Haus, wo sie die alte Frau getroffen haben, haben sie gesagt bekommen, vielleicht könnt ihr beenden, was eure Mutter angefangen hat. Da steckt ja auch ein ideeller Wert drin. Der ist nicht einfach nur geldgeil, sondern der wollte das verfickt nochmal, das ist sein Lebensinhalt, Entschuldigung für das Wort, der wollte diesen Schatz finden. Also ich finde das jetzt, ist es nicht so wild wie, hätte er jemanden umgebracht oder sowas, hätte ich jetzt das, ich sehe das gar nicht so. Also ja, es ist auf jeden Fall unvernünftig und du könntest ihn irgendwie grün und blau prügeln dafür, aber ja, ich fand ihn halt einfach so unsympathisch die ganze Zeit. Toll. Deswegen mochte ich ihn halt, ich hätte auch auf ihn verzichten können am Ende. Sagen du bist ganz schön radikal. Ja. Naja, aber gut, wir haben das Ende wollten wir besprechen und finde ich cool. Also ich habe das nicht erwartet, dass es so dargestellt wird. Und du hast recht, ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass da alle am Ende heil rauskommen. Fand es aber auch halt einfach ein schönes Ende, was dich wirklich mit einem wohlig warmen Gefühl aus dieser Serie entlässt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich eingewickelt worden in Watte komplett. Ja. Und jemand würde mich wiegen. Weißt du, genau, als würden die Entwickler dann nochmal vorbeikommen und so und würden dich nochmal so drücken. So, na, fandst du es auch so cool wie wir? Ja, auf jeden Fall. Das haben die super gemacht. Ja. Und ich liebe Naughty Dog dafür, dass sie diese Crash Bandicoot-Geschichten eingebaut haben. Mhm. Dass du am Anfang kannst du kurz Crash Bandicoot spielen und am Ende im Epilog auch nochmal.
Ach, das, da ist mir auch das Herz aufgegangen. Ich liebe Crash Bandicoot. Ja, stimmt. So sehr. Damit hat deren Erfolgsgeschichte angefangen. Ja. Und ich habe das damals auch super gern gespielt, Crash Bandicoot. Weil das war ja im Verhältnis zu den damaligen Spielen, sah das auch schon super aus. Und ich fand diesen, wenn du sie jetzt anguckst, ist es halt einfach nur noch Klötzchen, Polygon, Grütze. So. Ah, das war auch super lustig, ey. Immer wenn du diese Maske eingesammelt hast. Hurtiger. Ich habe da echt viel Spaß mit gehabt. Ja, also die haben wirklich an Fanservice alles, was ging. Alles. Ja, ey, und ich bin auch echt dankbar, dass ich das, was heißt dankbar? Das klingt immer so schwulstig. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, dass du es gespielt hast, sagen wir mal so. Also ich hätte das nicht erwartet, alles nicht. Hätte das alles so nicht erwartet, weiß ich. Ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie jeden Abenteurerfilm guckt. So, ich werde immer schief angeguckt, wenn ich sage, so, ich bin kein großer Indiana Jones Fan. Hm. Wo die Leute sagen, so, bist du bescheuert oder was? Findet doch jeder geil. Ja, ich finde das ganz nett und guck mir das mal an. Aber ich bin jetzt kein Fan von Abenteurern. Ich mag in Spielen auch eher so düstere Locations und bin jetzt keiner, der auf Südsee abfährt oder auf helle, bunte Farben und so. Oh, ich mag es eigentlich immer bisschen dunkler. Ich mag Rollenspiele. Und deswegen war das für mich nie wirklich so das Go-To-Spiel, weißt du? So, das hätte ich jetzt aus freien Stücken vielleicht gar nicht angefasst. Aber was ich da einfach erlebt habe, so diese ganze Reise, diese Orte, die bereisen, diese extreme Detailversessenheit, diese geile Story. Ich habe da einfach nur krassen Respekt vor. Ja. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich habe mir das alles viel seichter vorgestellt. Habe gedacht, ja, wird vielleicht ganz nice. Weil du kannst das anhand von Bildern, die du, wenn du es nicht selber spielst und diese ganze Reise nicht erlebst, kannst du das auch gar nicht nachvollziehen. Du siehst dann mal hier eine Cutscene und sagst dir, boah, sieht geil aus. Oder da eine Action-Szene. Oh, krass. Nee, du brauchst schon das Gesamtpaket. Eben, ja. Und du erst dann konnte ich das erstmal so begreifen, so wie cool das eigentlich ist. Ja. Du brauchst einfach das komplette Paket, um das zu schätzen, zu wissen einfach. War cool. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass A Thief's End... Heißt ja jetzt auch immer, wird es wirklich der letzte Teil sein oder nicht? Ja, ich befürchte fast schon so. Ich meine, es gab ein Interview mit Naughty Dog, wo die gesagt haben, wir hätten nichts dagegen, wenn irgendjemand anders die Geschichte weitererzählt. Das ist schon okay. Ich meine, aber die haben ja auch jetzt die perfekte Vorlage gegeben. Ich meine, mit Cassie haben wir einen neuen Abenteurer, der heranwächst. Ja. Und die es ist bestimmt so ein Hintertürchen, was sie sich offen gehalten haben. Sie haben sich einige Hintertürchen offen gelassen. Ich meine, Nate lebt auch noch. Ja, klar. Ne? Haben sie jetzt nicht geopfert. Also rein theoretisch könnte es weitergehen. Aber erstmal ruhen erst lassen, weil das ist jetzt eigentlich ein echt cooler Abschluss der Serie. Und wenn du auf da jetzt Fall. Irgendwie noch in nächster Zeit einen Nachfolger ankündigen würdest, das wäre irgendwie nicht so cool. Es kommt wahrscheinlich erstmal The Last of Us. Erstmal ruhen lassen, ja. Die haben bestimmt jetzt erstmal nochmal The Last of Us 2 irgendwie in der Pipeline und was weiß ich nicht noch alles. Also wir werden von Naughty Dog wahrscheinlich noch öfter hören jetzt. Kann man davon ausgehen. Wahrscheinlich nicht in Uncharted-Dingen, aber in anderen Franchises. Und das ist ja auch schon mal was. Ja. Die sind einfach ein guter Entwickler, das muss man so sagen. So. Boah, jetzt haben wir uns hier wieder fusselig geredet. Aber echt. Ich hoffe, dass die Kamera noch läuft. Ich kann es nämlich von hier aus nicht erkennen. Na klar, läuft die noch. Ja Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne eure Meinung auch mitteilen. Ich bin da sehr, sehr offen für andere Meinungen. Vielleicht findet ihr Sam ja auch so kacke wie ich. Das fände ich mal echt cool zu wissen, ob es noch Leute da draußen gibt, die irgendeinen der Charaktere irgendwie unsympathisch oder super toll fanden. Schreibt einfach alles dazu in die Kommentare. Wir unterhalten uns sehr gerne mit euch darüber. Und dann hoffen wir einfach, dass ihr das nächste Mal wieder am Start seid, wenn hier was Neues passiert auf dem Kanal. Alles klar. Jo. Dann, wir lesen den Kram und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Geht's um Shadow of the Beast, das seit dem 17. Mai im Store für schlappe 15 Euro zu haben ist. Anhand dessen, was man bisher so gesehen hat, könnte man meinen, es handelt sich hier um ein typisches Combat-Spiel unter vielen, aber da steckt noch etwas mehr drin und vor allem auch dahinter. Und darum soll es heute gehen.